quasi der Moment ist da, um Tschüss zu sagen. Du bist heute nochmal auf Bern gekommen, nochmal ins Wankdorf, hast nochmal die Mannschaft gesehen. Ein sehr emotionaler Moment, nehme ich an, für dich. Ja, die ganze letzte Woche war extrem emotional. Ja, jetzt logisch, wie es Mannschaftskollegen zu sehen, der ganze Staff, auch alle Leute auf der Geschäftsstelle. Ja, es ist extrem speziell, auch irgendwo surreal. Ich glaube, es ist oftmals so, dass man es gar noch nicht so realisiert. Man sagt irgendwo Tschüss und merkt gar nicht, dass man jetzt eigentlich da wirklich rausläuft und vielleicht einen Moment lang ja, nicht mehr da wird sein. Ja, ist nicht unbedingt einfach. Und eben die letzten Tage ist viel gelaufen bei dir. Man hat so können lesen, plötzlich ist es schnell gegangen. Dann bist du hin und her gechattet auf England, ins Trainingslager auf Österreich zu Norwich. Ja, es ist extrem viel los gewesen, das geht für dich. Ja, es war eine extrem stressige Woche gewesen. Positiver Stress in dem Sinn. Aber eben, wie du sagst, viel hin und her. Ja, jetzt bin ich froh, wenn man alles durch ist. Eben jetzt auch noch einen super Abschluss da kann machen, den Jungs Tschüss sagen. Und dann ab morgen vorwärts schauen und mich dort mal wirklich einleben. Ich meine, ich habe am Freitag dann zum ersten Mal Norwich selber gesehen. Ja, ich freue mich jetzt in dem Sinn, dass ich mich mal kann, dort ein bisschen zur Ruhe kommen und einfach ein bisschen den Fokus auf den Sport kann setzen und alles rundherum dann mal kann, beiseite lassen. Und du hast ja schon ein paar Mal gesagt in der Vergangenheit, es ist ein langer Traum von dir als Fußballprofi gewesen, um mal die Auslanderfahrung zu machen. Ein Traum, den du jetzt erfüllst. Ja, es ist halt schon so, dass man in der Schweiz den Traum halt lebt, um irgendwo im Ausland einmal Fuß zu fassen. Ich habe das jetzt ein paar Jahre lang verfolgt gehabt, aber auch immer müssen sagen, oder beziehungsweise je länger, je mehr müssen für mich auch sagen, es muss nicht unbedingt sein, weil alles, was ich da vorfinde, ja, ist einmalig, ist unglaublich. Und gleich hat sich jetzt halt nochmal ein Türchen geöffnet, wo ich mir sagen, hey, ich werde jetzt Ende Jahr 30. Ich habe nochmal eine Chance, zum vor allem in England Fußball spielen, im Mutterland vom Fußball. Die Chance möchte ich mir gerne, gerne nutzen. Von dem her ist dann schon das ein Traum, der in Erfüllung geht. Es war zwar hektisch gewesen, relativ schnell müssen alles entscheiden, aber ich glaube, ja, dass ich durchaus kann sehr stolz sein, dass ich jetzt das doch noch erleben darf. Und du bist immer mal wieder mit verschiedenen Vereinen aus verschiedenen Ländern in Verbindung gebracht worden. Wieso ist es jetzt am Schluss Norwich geworden und die zweite englische Liga? Ja, mich hat einfach das Gesamtpaket überzeugt. Ich glaube, ich habe den ersten Kontakt mit ihnen gehabt, wo sie mir mal alles vorgestellt haben. Und dann sehe ich halt einfach, dass es ein Premier League Verein ist oder wäre, wo halt jetzt gerade in der zweiten Liga ist, von den Bedingungen her. Es ist Wahnsinn, was du dort für Möglichkeiten vorfindest. Auch wenn ich jetzt halt nicht mehr 20 oder 22 bin, gleich glaube ich, dass ich mich nochmal kann, menschlich, aber auch als Fußballer weiterentwickeln. Und wenn du halt siehst, du hast im Staff irgendwie nur schon 10 Leute, die Videoanalysen machen und du so gezielt kannst, ja, schaffen an deinen Stärken oder deinen Schwächen, dann glaube ich einfach, dass ich nochmal einen Schritt kann weitermachen oder vorwärts kommen. Das ist vielleicht etwas, wo Leute von außen im ersten Moment denken, hä, eben, er gab vom Schweizer Meister mögliche Champions League Teilnehmer, die zweite englische Liga. Warum? Habe ich zuerst am Anfang auch für mich überlegen, warum sollte ich das machen? Aber wenn du dann die ganzen Rahmenbedingungen siehst, dann musste ich sagen, hey, das Projekt ist mega. Eben die Möglichkeiten sind fantastisch, das Trainingszentrum ist unglaublich. Es sind Sachen, die man in der Schweiz so nicht vorfinden kann. Und das möchte ich erleben und darum habe ich dann mich auch für diesen Schritt entschieden. Und für dich geht jetzt hier bei IBE eine unglaubliche Zeit zu Ende. Du bist 6 Jahre hier, du hast 7 Titel geholt, du bist einer von nur drei Spielern in der ganzen Vereinsgeschichte, 125 Jahre, der 5-mal Meister ist worden. Also ja, du hast einen Platz in den Geschichtsbüchern und eben, es war eine unglaubliche Zeit, die du hier erlebt hast. Ja, es war sicherlich die schönste Zeit von meiner Karriere. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendetwas das jemals noch könnte toppen. Ja, es war für mich auch emotional sehr, sehr schwierig, diesen Schritt dann zu machen. Ich war froh, als ich am Samstagabend hierher bin und das Zeug gepackt habe, dass niemand da war. Sonst wären, also wir sind, die ein oder andere Tränen sind immer geflossen. Von dem her, ja, die Zeit, die werde ich nie vergessen. Es war einmalig, was man erleben durfte. Eben nicht nur sportlich, sondern halt auch menschlich. Also der Verein einem gibt, die Mannschaft einem gibt, das Umfeld, die Stadt, die Fans. Ja, es ist eine einmalige Sache in der Schweiz und es tut irgendwo durch auch sehr, sehr weh. Du hast natürlich auch du dem Verein viel gegeben und ja, jetzt zum Schluss werde ich dir noch das Wort geben für vielleicht deine letzten Worte, Abschiedsworte an die IBE-Fans. Boah.
Ja, einfach ein grosses Dankeschön an alle, die in diesen Jahren für mich da waren, sind, die uns unterstützt haben, jeden Trainer, so viele Mitspieler dürfen erleben, so viele Leute aus dem Staff. Ja, einfach ein riesengroßes Dankeschön und dem Verein weiterhin nur das Beste. Ich hoffe, dass man auf dem Weg kann bleiben kann, den wir letztes Jahr erlebt haben. Man hat nichts anderes verdient, als quasi die beste Mannschaft oder der beste Verein in der Schweiz. Ja, an dieser Stelle weiterhin viel, viel Glück, hau bei und danke für alles. Merci dir, Fasi.